Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, heute will ich mal testen, was das gute Messer und die gute Axt kann. Weil bei der Axt sehe ich das Potenzial, auch bei Fahrradtouren oder bei kleineren Fahrradtour-Ausflügen mitzukommen. Jetzt nicht auf der großen Fahrradtour, aber auf den anderen Touren. Bei einer Axt ist immer was Feines. Und diese Axt hat sogar noch einen Feuerstahl dabei. Und das testen wir heute in dem Video. Ich habe hier so ein bisschen was vorbereitet. Mal gucken, was wir davon brauchen. Bleibt dran und bis gleich. Kommen wir jetzt mal zum, ja, Kienspan wollte ich schon sagen, aber wir haben hier noch was Essbares, eine Thunfischdose, und gucken mal, wie das Messer sich dabei schlägt, die zu öffnen. Und ob es danach irgendwelche Macken hat oder ob es am Ende immer noch Papier schneidet. Hier frisst es sich sehr gut durch. Wunderbar. Jetzt wird Feuer gemacht. Ich hobel dafür hier mit dem Messer so ganz feine Späne ab, weil die brennt am besten. Das reicht auch schon. Und den Feuerstein nehmen wir jetzt mal vom dem Messer bzw. von der Axt. Der ist hier an der Seite dran. Und den ziehen wir nach links und dann ploppt er auch raus. Angeraut habe ich ihn schon und da gucken wir jetzt einfach mal, ob wir hier eine geeignete Stelle finden. Wenn nicht, nehmen wir ganz hinten ein Stück von der Klinge und einen Versuch und da brennt das Ding. Sehr schöner Kienspan. Ich packe euch das Messer natürlich und auch die Axt mit dem Feuerstahl in die Videobeschreibung. Ja, und hier, das könnte man jetzt beliebig gut aufziehen. Ja. Ich würde sagen, weiter geht's mit der Axt. Kurz angesprochen, ja, diese Axt gefällt mir sehr. Die Axt an sich wiegt so ein gutes halbes Kilo. Mit Axtscheide, mit Feuerstahl. Wir haben mehrere Funktionen hier oben dran. Das hier ist ein, ja, Kevlar verstärkter Stab bzw. Griff. Schön, liegt gut in der Hand. Man hat hier oben, ich weiß nicht, ob ihr es seht, so eine Mulde und oben hier für den Finger, dass man auch schön kleine Sachen, zum Beispiel hier beim Abschaben, kann man dann gute Sachen abschaben. Und hat ein richtig gutes Gefühl in der Hand. Das gefällt mir auf jeden Fall. Dann hat man hier noch fürs Looten oder fürs Fahrrad, vielleicht bei der Fahrradtour, einfach mal so ein Set zum Nachziehen von Schlüsseln, von Sechskantschrauben oder Muttern. Und ich würde sagen, wir gucken jetzt mal, wie sich das Ding beim, ja, Spalten von verschiedenen Gegenständen und Schneiden vom Papier schlägt. Ist halt jetzt ein bisschen nass, aber ja, eine Axt muss auch kein Papier schneiden. Gucken das Ganze jetzt nochmal beim Messer, machen das nochmal trocken, das schneidet immer noch wunderbar hier durch, das funktioniert auf jeden Fall noch super, das können wir dann gleich verbrennen. Deswegen packe ich das mir an den Körper, so bleibt es schön trocken. Und wir machen jetzt weiter mit dem Beton. Und dafür nehmen wir uns jetzt hier das Große erstmal, versuchen das mal durchzuschlagen. Das ist wie gesagt Hartholz und mal gucken, wie sich das schlägt, ob die Axt durchkommt. Das sieht schon mal sehr gut aus. Mal seitlich.
Und jetzt würde ich sagen, geht es gleich zum Schaben. Perfekt. Wie ihr hier seht, perfekte, ja, kleine Feathersticks. Und an sich beim Spalten super 1A. Bei dem seitwärts nach unten schlagen fehlt dann der Schwung ein bisschen, das Gewicht, aber ist einwandfrei, vor allen Dingen für eine Tour, wo es drauf ankommt, fürs Wandern oder so, ist die echt perfekt. Man hat ein extrem gutes Handgefühl, dadurch, dass man die hier so gut in der Hand halten kann und kann extrem feine Arbeiten damit machen. Heringe anspitzen zum Beispiel oder hier den Stock jetzt anspitzen. Funktioniert einwandfrei. Das Betonen klappt auf jeden Fall wunderbar. Und ja, wir haben jetzt aus diesem großen Stück hier schöne kleine Hölzer gemacht. Auch kleineres, feineres Zeug. Ein paar Feathersticks, also perfekt, um Feuer anzuzünden. Und ja, wir betonen jetzt auch nochmal hier ein Brett. Findet man zwar nicht so oft im Wald, aber Schwartenbretter liegen schon manchmal rum. Da fangen wir auch gleich mal an mit dem Messer. Und machen dann gleich weiter mit der Axt. Das Gute ist, das Messer ist aus 2B-Stahl und hat schöne Nylonscheiden mit, ja, Fulltank-Klinge. Alles schön zu handhaben. Die Klinge ist ein Durchmesser oder eine Länge von 12,5. Also man darf es mit in Deutschland führen. Und das Ganze jetzt mit der Axt. Schön auf ein Astloch natürlich getroffen. Geht doch. Hier noch ein Stück. So soll es aussehen. Perfekt. Jetzt wird noch mal hier geguckt und ein bisschen filigraner geschnitten, ob das auch gehen würde. Und auch das geht wunderbar. Also nehmen wir die Axt mit und kein Messer auf die Fahrradtour. So, ich habe jetzt hier ein paar Feathersticks vorbereitet. Und hier werde ich jetzt ein bisschen was von dem Kienspan abschaben. Gucken wir mal, wo wir hier eine gute Fläche finden.
Und so einfach kann man dann Feuer machen. Man könnte das jetzt hier noch größer ziehen. Man könnte das dann immer wieder weiter hochstapeln mit den Rindenstücken und so dann halt ein Feuer machen. Dadurch, dass die halt so schön klein sind, haben die eine gute Angriffsfläche und ziehen sich dann da hoch. Jo, sieht gut aus. Und das würde dann auch brennen. Aber wir wollen jetzt hier kein Feuer machen. Das machen wir auf der nächsten Tour. Und da kommen auf jeden Fall die Axt und das Messer mit. Mal gucken, wo es hingeht. Wahrscheinlich wird es eine Biwak-Übernachtung oder vielleicht eine Lost Place-Übernachtung. Jetzt, letzte Woche habt ihr ja schon gesehen, kam die Lost Place-Übernachtung von dem Krankenhaus. Ja, das lief nicht so wie geplant, aber ich habe schon ein paar Lost Places im Blick, die wir auf jeden Fall in nächster Zeit ansteuern. Macht's gut, haut rein. Link von beiden sind in der Videobeschreibung. Von mir kriegt beides einen Daumen hoch. Funktioniert wunderbar. Und die Axt wird auf jeden Fall dieses Jahr mal richtig gut getestet auf den Fahrradtouren und wird auch mit jetzt auf die Packliste von der Fahrradtour geschrieben.